Heute lesen wir einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam. Ich lese das erstmal in Deutsch, dann in Englisch. Today, one verse from the Srimad Bhagavatam. And he was spoken by Brahma. Den hat Brahma gesprochen. Tatenu kampam shushamikshamano punjana evatma kritam vipakam ridvak vayapabur. Entschuldigung. Ridvak vapubir vidada namaste. Jiveta Yumukti Pade Sadayabhar. Ein Mensch, der dein Mitleid sucht und daher alle Arten widriger Umstände erduldet, die auf das Karma seiner vergangenen Taten zurückzuführen sind, der sich stets mit seinem Geist, seinen Worten und seinem Körper in Hingabe in deinem Dienst betätigt und der dir immer Ehrerbietung darbringt, der ist zweifellos ein echter Anwärter darauf, dein unverfälschter Geweihter zu werden. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Again. My dear Lord. My dear Lord. My dear, when I say. Mein lieber Herr, wann sage ich das? That is the point. Das ist der Punkt. My dear Lord. Mein lieber Herr. You are my dear. Du bist mein lieber. That's the point to understand. Und das ist der wichtige Punkt, den es zu verstehen gilt. Without you are my, you see, there is a mood. In Vrindavan there is two mood exist. So das ist eine Stimmung zu sagen, du bist mein. Und in Vrindavan gibt es zwei Gemütsstimmungen. I am yours. Ich bin dein. And you are mine. Und du bist mein. I am your wife. Ich bin deine Frau. You are my husband. Du bist mein Ehemann. You have to take care of me. Also musst du dich auch um mich sorgen und kümmern. Huh? I'm your son. Ich bin dein Sohn. You have to take care of me. Und du musst dich um mich sorgen. You are my son, I take care of you. Und wenn du mein Sohn bist, dann sorge ich mich um dich. Is it different? Es ist verschieden. You are my. What you do, but I, you are mine. Du bist mein, aber was immer auch du tust, das wird so immer bleiben. You are mine. Du bist mein. This you are mine is the mood of Radhika. Und dieses du bist mein, das ist die Gemütsstimmung von Radhika. And I am yours is the mood of Chandravali. Und ich bin dein, das ist die Gemütsstimmung von Chandravali. I am yours and you are looking to others. Ich bin dein und du schaust zu anderen. And you are my, what you do, I don't bother for that. Und du bist mein heißt, was auch immer du tust, ich werde mich da nicht beschweren darüber. You will be always mine. Du wirst immer mein sein. This my is my dear. Und das bedeutet mein Lieber. You see or not see, you care or not care, but you are my dear. Ob ich dich sehe oder nicht sehe, ob du dich um mich sorgst oder nicht, du bleibst immer mein Geliebter. You will be always my dear. Du wirst immer mein Lieber, mein Geliebter sein. When we fix this, everything becomes crystal clear. Und wenn man darin fest ist, dann wird alles kristallklar. Understand?
Verstehst du das? Oh, yes. No, close it. Keep it open. My dear Lord, one who earnestly waits for you. Honestly. I will wait for you. Honestly, I will wait for you. Ernsthaft, ich werde auf dich warten. You have so many. For me, you are only. You have to take care of so many. Du musst dich um so viele sorgen. You have so many lovers. Du hast so viele Ebenen, auf denen du tätig bist. You are my lover. I will wait for you. When you will get the time, I will care. Aber ich bin so auf der Ebene, dass ich warten werde, bis du zu mir kommst und dich um mich sorgst. Ja. Yeah. One who earnestly waits for you. Honestly wait for you. There are two things. Honest, one is dishonest. Sind die zwei Sachen. Das eine ist wirklich ernsthaft und ehrlich, und das andere ist nicht ernsthaft. Some are honest, they are really waiting. Und die ernsthaft warten, die warten wirklich. For the moment to meet with you, to see you. Sie warten auf den Moment, wo sie dich sehen können, mit dir zusammen sein können. But if I am not honest, I will wait for other things, not for you. Aber wenn ich nicht ernsthaft bin, dann werde ich auf alles mögliche andere warten, aber gar nicht auf dich. Honestly, I have to wait for you. Ernsthaft heißt, dass ich nur auf dich warte. Because you are my dear, you will sure see me. You will think for me. You will come to me. Denn du bist mein Lieber, mein Geliebter, und du wirst dich ganz sicher an einem bestimmten Moment um mich sorgen, und auf den warte ich. Dann wirst du zu mir kommen. Right. Richtig. At no matter any word, you see this, the line. So. Da braucht es gar nicht viel dazu, um diesen Weg zu sehen. Go. So who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him. Mercy. Gnade. Wow. When I will wait, I will receive the mercy. Wenn ich warte, werde ich die Gnade erhalten. I will honest in myself, I will receive mercy. So, wenn ich ernsthaft in mir selbst bin, dann werde ich die Gnade bekommen. That's the point. Why? Das ist der Punkt, weshalb. We not wait honestly to receive your mercy. We are thinking other things in that time when you are not coming to me. So, wir warten gar nicht ernsthaft, dass du kommst, denn in der Zeit, wo du nicht kommst, denken wir sofort an irgendwas anderes. So mercy of rain is coming and going. And we not take the bath from there. So die Gnade des Regens, die kommt und die geht. Right. Only one point program. Honestly waiting. Also es ist eigentlich nur ein Punkteprogramm. Ernsthaft warten. Real Ananda is in waiting to receive your guest. When you are waiting to receive someone, you are very anxious that moment. So, wenn man auf jemanden wirklich ehrlich wartet, dann heißt das, dass man auch so eine gewisse Furcht hat und ganz besonders auf diesen Punkt fixiert ist, wann wird er kommen, wann wird er kommen. So that type of waiting, any noise, any sound makes you to see the
your deer is coming. So, und dann während des Wartens, dann wird jeder Klang, der da kommt, also jeden Ton, den du hörst, der wird dich sofort aufmerksam machen. Kommt denn der Geliebte, auf den ich warte? That wait make you more anxious for the meeting. Und irgendwie macht dieses Warten dich dann noch ein bisschen ängstlicher vor dem Moment, auf den du ja wartest. Ja. In diesem Zusammenhang, ja. Ja. Meetings. How I will see you. How I will hug you. How I will meet with you. Und das sind die Gedanken, wie werde ich ihn dann sehen oder umarmen? Wie wird das Treffen sein? How my burning heart will become cool. Wie wird mein brennendes Herz sich abkühlen können? It should be burning, ne? Then its coolness will give pleasure. Sollte brennen, ne? Dann wird auch die Abkühlung Freude vermitteln. What is a spiritual life? Is it feelings? Your feelings should grow in divineness. Was ist das spirituelle Leben? Die Gefühle sollten anwachsen in das Göttliche. In your relationship. In deinen Beziehungen. With Lord. Mit dem Herrn. Ja, waiting for the causeless mercy and all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body. Again, slowly. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body. Heart's working. When heart is working. So, when das Herz tätig ist, then words work. Dann wirkt es. You know, what is inside, it coming through the mouth. Denn wisst ihr, das ist so, was im Inneren ist, das wird sich halt dann auch im Mund oder durch den Mund zeigen. If I am in negative vibration, my heart will connect with that, and from mouth words will come. Very negative. Wenn da negative Schwingungen sind, dann wird mich das ja auch im Inneren berühren und letztlich werden halt auch ganz negative Worte painful, von mir kommen. Schmerzvolle. Suffering to others. Leid für andere. Why? Because we are suffering inside with our conflict. Warum? Weil wir im Inneren mit unserem eigenen Konflikt, unter unserem eigenen Konflikt leiden. So many conflict is going inside. This coming from my heart in through the words. So viele Konflikte, die ich in mir trage, die mein Herz belasten. So, here, hearts should be pure, and inside conflict should be down. So, das Herz, das sollte rein werden, und die inneren Konflikte, die sollten einfach geringer werden. That should be balance. Das braucht diese Balance, diesen Ausgleich. Then the pure vibration can come out. Und dann können die reinen Schwingungen auch herauskommen. Greed will increase inside. So, und die Begierde wird dann im Inneren anwachsen. Repeat the same. Repeat. While he,
patiently suffering the reality. Slowly, my dear. Okay. All the while, patiently suffering. All the world is suffering. World means who is already disturbed. Wild. So während er leidet, das heißt, der ist schon gestört. Der leidet schon. This wildness, the wildness inside is coming, suffering is through mouth. So, das ist schon geschehen, ne? Und das Leiden ist schon da. Und das drückt er halt auch in den Worten aus. This should be balanced before to increase your spiritual life, you know? You cannot be wild inside. So, das muss halt irgendwie auch in den Ausgleich geraten, bevor man sein spirituelles Leben wirklich entwickeln kann. Ne? Diese wilden Stimmungen innerlich, die müssen besänftigt sein. Yeah. Love vibration should come when you sit in the pure. Why we chant mantra, why remember the name of Lord, that this wildness inside what is happening, we can cool down. So liebevolle Gefühle sollten in dem Moment eigentlich in uns erwachen, wenn wir in dieser Reinheit sitzen, wenn wir chanten, dann sollte das einfach auch unser brennendes Herz kühlen. Shuddha chitta means I can make my heart chitta pure. Wildness should go inside what is happening by my past karma. Shuddha chitta bedeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Brand im Herzen abzukühlen, der halt in Verbindung steht mit den früheren, mit dem Karma, mit den früheren Taten. And so while patiently suffering the reactions of his past misdeeds. Misdeed. Past misdeed. It can say in Germany. The wild, it become wild and misdeed, my mistakes, I'm suffering. So das wird ein starkes Leiden aufgrund der früheren Taten, der die geschehen sind, des Karmas. My chit is not pure. I'm not in purity. So, und mein ganzes Bewusstsein ist überhaupt nicht in einer Ruhe, in einer Reinheit. Das ist eine große Aufruhr. I'm not in peace. Ich bin überhaupt nicht in einer friedlichen inneren Stimmung. Then I'm not qualified to receive the mercy of you because I will be in disturbance. Und dann werde ich überhaupt nicht geeignet sein, deine Barmherzigkeit zu empfangen, weil ich innerlich völlig durcheinander bin. This, why Gurudev give mantra to chant? Because this mantra will remove our wildness and bringing to peace inside me. So, und deswegen gibt der Guru den Mantra, damit einfach diese wilde Aufruhr im Inneren sich beruhigen kann und dass wir friedvoll werden können. And why not taste is coming in chanting? Und warum kommt kein Geschmack während des Chantens? Because they are already there, wildness. Enemies are sitting inside. So, they don't want that you come in goodness. So, weil diese Aufruhr ist in uns. Da sitzen diese ganzen Feinde da und die verhindern, dass wir in die Güte hineinwachsen. They have to lose their place. Weil die verlieren nämlich ihren Platz sonst. Kick them out. You want to kick out to them by your meditation and praying. So, und wenn du die rausschmeißen möchtest, dann musst du das durch deine Meditation machen, deine Gebete. You chanting. Durch dein Chanten. So this wildness don't want to. He wants to disturb you. To don't do this. So diese Wildheit, diese Aufruhr in dir, die würde dich auch immer dazu anhalten, dich von deiner Meditation zurückzunehmen. You want to throw me out. Du willst mich hier rausschmeißen. You are my old friend. Du bist doch mein alter Kumpel. I don't want to leave you. Ich will dich nicht verlassen. Ich möchte nicht weg von dir. And sometimes they convince us. Und manchmal stimmen die uns auch um. So we have to understand this. So wir müssen das verstehen.
So, suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body. You see, I understand, but by the grace of your remembrance, some good happening in my life. So, da, so seht ihr, durch irgendwie einen glücklichen Umstand, trotz dieser Misstaten, gibt es einen glücklichen Umstand, dass ich mich erinnern kann. My heart become pure. Und mein Herz wird rein. So my heart is giving respect to you. So mein Herz gibt dir den Respekt, diese Achtung. This is Atma Nivedana. Und das heißt Atma Nivedana. You know, Prabhupada like one very good, he liked one song. Prabhupada mochte ein Lied sehr. Bhajahurema. Dieses Lied, Bhajahuremana. But the song, beginning line, middle line and last line is very important. So, und die erste, mittlere und die letzte Zeile dieses Liedes ist ganz bedeutsam. Then he, last line is this, Pujan Sakigan. So, und das wird nämlich in diesem letzten Strophe besungen, das heißt die Verehrung und schließlich sich ganz und gar hinzugeben. What is meaning, you know? Was bedeutet das? Pujan Sakigan, whose Sakis, whose friend? Ja, sie verehren, Freund werden. The friend of the Radha and Krishna. Der Freund von Radha und Krishna. And who is that friend? Und wer ist dieser Freund? Who is Sakis? Your Guru. Wer sind die Sakis? Dein Guru. Worship to Gurudev. Die Verehrung des Gurus. To Master. Zu dem Meister. Master is more important because of him I know to you. Der ist höchst wichtig für uns, denn ich kenne ihn ja und er kennt mich auch. And what I have to do for you, Atma Nivedana. Und was I have to offer my heart to you. So, und was habe ich dafür zu tun, Atma Nivedana, dass ich mein Herz hingebe? This is the teaching of Sakhi. Das ist die Lehre der Sakis, des Meisters. Sakigan, respect and worship to your master, because that is ashray. Ashray liye je John Krishna bhaje Krishna hi taje. If I am a full shelter in you, I worship you, I believe he has to come where I will find him. Respekt und Verehrung, das ist eigentlich die Zuflucht, bei dem können wir Zuflucht nehmen, bei dem geistigen Meister. Und das ist der Schutz, den wir erfahren. And then I will offer my heart, myself to you. Und dann kann ich mein Herz, mein Selbst dir darbringen. And my words to you. Und meine Worte. And my body to you. Mein Körper. My senses to you. Meine Sinne. My mind to you. Mein Verstand kann ich dir dann darbringen. Because it will all become pure. Und es wird alles rein werden. By the service of Guru service, Seva. Durch den Dienst zum Guru. Because I will know my spiritual identity. Und dann, das heißt, ich werde dann meine spirituelle Identität erkennen. So that all will become pure by the touch of. So alles wird rein werden durch die Berührung. Ananda Kosh. Durch, you know? Ananda Kosh. Durch Ananda Kosh. That is Ananda. All will become in Ananda. Und alles wird ineinander, in einer Glückseligkeit sich befinden. Hm? Yes. More. Mm-hmm. And offering you respectful obeisances. Yes, offering you respectful. Voller Respekt, voller Achtung. So fortunate we are that
By the grace of my master, I know you. So sind wir vom Glück begünstigt, durch die Gnade des Meisters, den Herrn zu kennen. So this first of respect will go to Guru, then to you. So der erste Respekt, der wird immer zu dem Guru gehen und dann zu dir, also zu Krishna. Guru Govinda do khade kaku lagum paam. Oh, my Gurudev is standing and Govind is standing. Oh. Now is this what to do? So, da steht mein Gurudev und Govinda. Was muss ich jetzt tun? Was habe ich jetzt zu tun? Where to go first? Wo gehe ich zuerst hin? Wem wende ich mich zuerst zu? Balihari Guru Apano Govindi Obatai. Balihari Gurudev, this is your mercy. Oh, Gurudev, das ist doch letztlich deine Barmherzigkeit. That you say, He is the goal of your life. Dass du nämlich gesagt hast, dass er das Ziel meines Lebens ist. So first, you are to worship, then he. Also muss ich zuerst dich verehren und dann ihn. Right or not? See? If we deviate from this goal, we deviate from our spiritual consciousness. Wenn wir von diesem Ziel abweichen, dann weichen wir auch von unserem spirituellen Bewusstsein ab. Master is important than Govinda. Der Meister ist noch wichtiger als Govinda selbst. Master. Der Meister ist so wichtig. Yeah, with his offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, and then he is surely eligible for liberation. What is liberation? Was ist Befreiung? There are two types of liberation. Es gibt zwei Arten Befreiung. Personal, person liberate, and impersonal. Persönliche Befreiung und unpersönliche. Impersonal say when you will die. Und unpersönliches, wenn du stirbst. Then you will liberate when you will go. And personal say that by knowing yourself you will liberate. So, und das heißt, das eine ist, wenn du stirbst, wenn du gehst, dann wirst du halt einfach eben weitergehen. Die persönliche aber ist ein Unterschied, dass wenn du dich selbst kennst und dann gehst, das macht einen Unterschied. Why? Warum? Because when you know that you are separate than senses, body and mind, you are and you start living in that, you are free. So, das heißt, wenn du nämlich weißt, dass du eigentlich nicht verbunden bist mit den Sinnen, dem Körper und all dem, in dem Moment bist du frei. Why free? Und wieso frei? Because they no control you. Weil die kontrollieren dich dann nicht mehr. Before I was in control of my senses. Vorher war ich unter der Kontrolle meiner Sinne. But I keep distance, then I can see my senses. Aber weil ich da eine Entfernung dazu eingenommen habe, kann ich das ganze Schauspiel erkennen. And I say no. Und ich sage yes. I can say to them. Und ich kann zu ihnen dann sprechen und sagen, ja, nein, ich kann mit ihnen umgehen. I cannot see my eyes. Ich kann meine Augen selbst nicht you sehen. Cannot see your eyes because you are du kannst auch deine Augen nicht sehen. Yeah. Weil die sind ja da, wo sie sind. But I can see your eyes. Aber ich kann dich sehen. Similarly, ich kann deine Augen sehen. If you sit in your consciousness, you can see your senses. So, das heißt, und wenn du in deinem Bewusstsein dich befindest, dann kannst du deine Sinne erkennen, was die erzählen, was die tun. What body is asking you? Was der Körper von dir fordert. What is mind is bringing to for that? Was der Verstand aufbringt. Because the effect is there of my past karma, so they work for that. So, das ist der Effekt von meinem früheren Karma, der da tätig ist. And when you go out from that, and you are sitting and watching to them, then they are in balance because you know yourself. Who are you? So, wenn du aus diesem Bewusstsein herauskommst, sozusagen im Selbstbewusstsein bist, dann kannst du die sehen und dann wird es eine Balance geben.
Before I forget myself, so they become boss. Now I know myself, they in control. So vorher, da habe ich mich selbst vergessen und da waren die der Herr im Haus. Aber jetzt, wo ich mein Selbst kenne, dann habe ich sie unter Kontrolle. And that is liberation. That das ist Befreiung. Because you are not in control of anything. You are controlled with the Lord. With the Creator, with the Lord. So, und das ist die Befreiung. Du bist verbunden mit dem Herrn und du stehst unter seiner Kontrolle. You know the Jaiva Dharma. Ihr kennt das Jaiva Dharma. What is Nitya Dharma? What is Naimittika Dharma? What is Anitya Dharma? So, Naimittika Dharma, Nitya Dharma. Das wird dort beschrieben. Nitya Dharma is the Dharma of the soul. Nitya Dharma ist das ewige Dharma der Seele. And Nitya Dharma, Naimittika Dharma, what is not only for the body and senses. Und Naimittika Dharma, das ist was eigentlich nur für den Körper, für die Sinne ist. Anitya Dharma, that is no useless, no use for that. That is also we are doing. Anitya, das ist im Grunde genommen ein nutzloses Dharma, das ist aber was wir oft tun. What is our dharma? Jaiva dharma. Was ist unser Dharma, das Jaiva Dharma? I am living identity and my relation with you, and this happened, my opening in my life, because of my spiritual master. So, das ist halt dieses Leben, ein reines Leben, sich zu öffnen zum spirituellen Meister. And this practice is our spiritual master teaching. Und diese Praxis, das ist die Lehre des geistigen Meisters. This is the practice of Srimad Bhagavatam. Und es ist auch die Praxis, die wir durch das Srimad Bhagavatam bekommen. Govinda Damo Dharma. Oh, my dear brothers and sisters. Meine lieben Brüder und Schwestern. Pyare jarato man me bicharo. Think in your mind. Denke darüber nach. Pyare jarato man me bicharo. Kya saath laaye. Arule chaloge. Oh, my dear friend. Oh, meine lieben Freunde. Think what you bring with you. Denkt darüber nach, was ihr mit euch bringt.
when you come as a baby in this earth, what you bring. Was ihr, wenn ihr als Baby kommt, was ihr mit euch bringt. Your hand was closed like this, nothing, empty hand. No, da hat man gar nichts in der Hand. Pyare jara to man mein bicharo kya saath laaye arule chaloge. What I bring with me. Was habe ich mitgebracht? And what I will take when I will leave this body. Und was werde ich mitnehmen, wenn ich den Körper verlasse? Open hand. I will go with open hand. Ich werde mit leeren Händen gehen. Pyare jara to man mein bicharo kya saath laaye arule chaloge. Are jaave sada saath yahi tumhare. If anything will go with you, that is the name of the Lord. Das Einzige, was mit dir sein wird, das ist der Name des Herrn. Jaave sada saath yahi tumhare. Govinda Damo Dharma Gaviti. Govinda Damo Dharma Gaviti. Govinda Damo Dharma Gaviti. Govinda Damo Dharma. सच्चे सखा हैं हरि हमारे. Oh, if real any friend in this world is Hari, der einzige is Lord. Wirkliche Freund im Leben, das ist Gott, der Herr. If I have to make friendship, why not to you, my dear? Wenn ich sowieso ja Freundschaft schließen kann, warum nicht mit dir, mein Lieber? सच्चे सखा हैं हरि हमारे माता पिता सील सुवंध सारे. Oh, my mother, my father. Meine Mutter, mein Vater. I see, my friends, I all see. Meine Freunde, alle sehe ich. Nothing is working nicely. Weil nichts funktioniert wirklich gut. Why not I make with you? Sache. Warum Sakhae habe ich keine Freundschaft mit dir? Hari hamare mata pita sil subandha sare. Any relation I want to develop in this material world, it I try many times, many things, is nothing is working. Nobody is listening, nobody is doing. Why not I make brother to you, friend to you, mother to you, father to you? Alle Beziehungen in diesem Leben, die ich irgendwie aufbauen wollte, eigentlich haben die nicht funktioniert. Niemand wollte auf mich hören. And once try like this. Warum kann ich nicht mit dir diese Beziehung dann aufbauen? Mutter, Vater, Freund. Sache Sakhae Hari Hamare Mata Pita Sil Suvandha Sare. All relation is the best to do with you. Eine Beziehung zu haben mit dir ist eigentlich die beste von allen. If I cannot do all with you, one I can do with you. Aber wenn ich nichts mit dir machen kann, das eine kann ich tun. And then, are bhulo na bhai din raat gao. Don't forget this. Vergiss das bitte nicht. No, forget. Nicht vergessen.
Then what to do? Govinda namo dharma lave ji Govinda namo dharma lave ji Govinda namo dharma Kale. Oh, if I have to die one day, wenn ich eines Tages sterben werde, and I have to leave this body, und den Körper verlassen muss, I have one wish with you. Ich habe einen Wunsch. Dehant kale tum samane ho. I want one request from you. Ich habe eine Bitte an dich. That time you stand in my front. Bitte stehe dann vor mir. And call me. Und ruf mich. Remember, I will forget you, but you not forget. Ich werde dich nicht vergessen, aber du wirst mich nicht vergessen. Dehant kale tum samane ho bansi bajate man ko luhate. Oh, you play the flute. Du spielst die Flöte. And stand in my front. Und stehst vor mir. And you attract me that I go in your way. Und du ziehst mich so an, dass ich in deine Richtung gehe. I can go for you. I don't forget that time. Ich weiß, ich werde es in dem Moment nämlich vergessen haben. Tum samane ho bansi bajate man ko luhate. Are gata yahi main prananath tyagu. I want to leave my body. But by singing to you, remembering to you. Aber wenn ich über dich singe, dann erinnere ich mich an dich. Gata yahi main tananath tyagu. Tan means body. I want to live. No problem. Ich möchte den, ich kann den auch verlassen. I'm ready to leave this. Ich bin bereit dazu. I practice from long time to feel separate from this. Ich habe das ja auch schon lange geübt, einfach diese Trennung zu schaffen. Kein Problem. I'm free. Ich bin frei. Gata yahi main tananath tyago Govinda modara maraveti Govinda namo dharma maraveti Govinda namo dharma maraveti Govinda namo The last three words. Oh my God. So in this liberation for this person. This is liberation, you understand? Yeah. I explain and now. And this liberation
for this person has become his rightful claim. Yeah, this is my claim from you. Because of your relation, with your relation, my relation, oh, this is mein, where I will go to live my... Das ist meine Anforderung, das ist eigentlich mein Recht, my was father, ich anklage. Where I will go to live my mother, where I will go to live my friend, this is my relation you have to bring to me. So, das ist meine Beziehung, die ich zu dir habe, und du musst mich dahin bringen, mein Vater, meine Mutter. Ich habe da einen Anspruch drauf. Darauf bestehe ich. You see, it become connected. Und du siehst, this is the, dann bist du verbunden. I already connect before. Ich bin not ja, that the time of death I'm thinking. Ich bin ja vorher schon mit ihm verbunden. Nicht, dass ich erst im Moment des Todes damit beginne. I'm practicing this. Ich praktiziere das ja. I am with you. In love from long time. Ich stehe ja schon in einer liebevollen Beziehung mit dir seit langer, langer Zeit. And I develop this with you in love. Und ich entwickle diese Liebe auch mit dir. How you can leave me? Wie kannst du mich allein lassen? What is last line? It becomes his rightful claim. Rightful my claim. Das ist mein Recht, diesen Anspruch zu erheben. My claim is there. Das ist my mein right Anspruch. Is there. Und das ist auch mein Recht. Well, Jeff, how you will make claim when you not practice for that, my dear? Aber wie, mein Lieber, möchtest du da einen Anspruch erheben, wenn du das überhaupt nicht praktiziert hast? All relation works. What you want to become, if you want to become, you want to see him mother, father, you have to become son. So, die alle Beziehungen gehen ja so in diese Richtung. Wenn du halt in den Krishna als Vater, Mutter haben möchtest, musst du der Sohn werden. You have, if you want to see him friend, you have to become friend also. Und wenn du ihn als Freund siehst, dann musst du auch sein Freund werden. If you're not friend and you say you are my friend, it's not worth it. Wenn du gar nicht der Freund bist und du kommst dann und sagst, ach, du bist mein Freund, das funktioniert doch überhaupt nicht. If you want to be a son, then you can say father. Und wenn du wirklich der Sohn bist, dann darfst du auch und kannst du Vater sagen. See the Jesus, he says son, and guck dir den, he see his father. Guck dir den Jesus an, der ist der Sohn und der darf Vater sagen. This is all Bhakti Yoga, my dear. Das ist alles Bhakti Yoga, meine Devotion. Lieben. Hingabe. It's nothing out of Vedic philosophy. Das ist überhaupt nichts außerhalb der vedischen Philosophie. If there is a relationship, wenn da eine Beziehung ist mit dem Höchsten, Sambandha, it becomes spiritual. Dann ist es spirituell. Avideha. It's more higher spiritual. Und Abhideya, dann wird es noch höher, wenn man sozusagen was dafür tut. And when there is a Paryojana fixed, the goal is fixed, then there is no diversion in life. Und wenn dann einfach das Ziel noch klar ist, Paryojana, dann gibt es überhaupt keine Abirrung mehr im Leben. Goal. Goal. Wenn das Ziel klar ist. Klar. Ziel klar. Ziel klar. Seal is not klar. That is the problem. When seal is klar, no problem. There is no problem in the material life. If the problem is why? Because there is no seal klar. No clear. So, daher kommen die Probleme. So, problem coming. So, die Probleme kommen. Aber wenn das Ziel klar ist, dann gibt es die einfach nicht. And in a spiritual life is a clear. Und im spirituellen Leben ist es klar. Material life will never problem because everything you can clearly see. Und dann gibt's auch im materiellen Leben überhaupt keine Probleme mehr, weil du kannst ja alles klären. You can solve what about your problem? You will solve the problem of others, my dear. Und was also wenn du überhaupt deine eigenen Probleme lösen kannst, ja, was zu reden von den Problemen anderer? Das ist sozusagen, machst du mit links. Why? Ziel klar. Weil das Ziel
klar ist. Goal is clear. Yeah, you know. The goal of the jiva. Das Ziel der Seele. Is it clear for you, my Lord? Das ist nun klar für mich, mein Herr. Thank you. Danke. Any more question? Gibt es noch Fragen? Yes. You told we have to become peaceful that we can receive the mercy. Du hast gesagt, dass wir friedvoll werden sollen, um die Barmherzigkeit zu empfangen. But isn't the state of peacefulness not also a sign that I received some mercy? Ist nicht auch die Ebene des Friedlichseins, des Friedenhabens auch eine Ebene, dass ich Gnade schon erhalten habe? One rain is raining outside. Es regnet draußen. And some 10 people is walking without. Und 10 Leute laufen da ohne. Anything. He's taking mercy of rain or not. Also die laufen ohne irgendwie in den Schutz. Kriegen die den Segen des Regens oder nicht? And somebody goes also with umbrella. Und da läuft dann einer mit einem Schirm. Why? He wants to protect the what? Der will sich schützen vor etwas. Somebody wear this raincoat. So, und jemand hat halt Regenkleidung an. Why? Regencape. To protect himself. Der will sich beschützen. Der will sich schützen. So these demons, what is sitting in inside, they want to protect us from the evil powers are protecting. So die Dämonen, die in uns sitzen, sozusagen, die wollen uns nämlich beschützen vor dieser Gnade. My umbrella. Und I will not go in the other influence. Und die ziehen sofort den Schirm raus und halten ihn über uns, damit wir bloß nicht unter einen anderen Einfluss geraten. But mercy is flowing. Aber die Gnade, die fließt einfach. Die ist da. We don't want to go without umbrella because we put it ourselves. Wir müssen einfach nur ohne Schirm losgehen. This is the thing. So das ist die Sache um aufs Looking, ne? Aber no mistake. But my past karma mistake is put. So, ich habe vielleicht jetzt gar nicht einen Fehler gemacht, aber mein früheres Karma, das zieht den Schirm raus. Der hat. But. Aber. When peace is coming. Wenn Frieden kommt. We don't bother. Dann stört uns nichts mehr. Because peace all only coming when their influence is not there. Denn Frieden kommt nämlich nur, wenn all diese negativen Einflüsse nicht mehr da sind. Any negative influence will disturb your peace. Alle negativen Einflüsse werden deinen Frieden zerstören. That too, how you will see this? Wie kannst du das sehen? We have to practice two things. Zwei Sachen müssen wir praktizieren. Stop looking others. Hör auf, woanders hinzugucken, auf andere zu gucken. See yourself always. Schau dich mal selber an. Judge yourself. Balance yourself. Beurteile dich selbst, balanciere dich selbst, bring dich selber ins Gleichgewicht. And when you judge yourself. Und wenn du dich selber beurteilst, you start checking. And you selecting what is not right, what is not good for me. Und dann kannst du wunderbar heraussammeln, was ist nämlich gut für mich und was ist nicht gut für mich. And then slowly peace start coming. Und dann langsam wird's friedlich. You break the friendship with the things what is disturbing my peace. Kündige einfach die Freundschaft mit dem, was deinen Frieden stört. Yes. Isn't it like if you have the bad influences,
and you really want to get rid of it, then it doesn't function. But don't you think you have to love them, to see them, to love them, but not so what do you think about it? Not, be watchful to yourself in the shelter of a spiritual master who is realized, who can remove your problems. He can calculate what problem and how to solve. When you will start loving to your enemies, they will become more strong, more fat. So sie fragte, they will not like to move, and the more unhappiness will come. So sie fragte über den Umgang mit diesen inneren Feinden, ob man nicht vielleicht anfangen sollte, die zu lieben, damit man besser mit denen klarkommt. Und Sadhumach sagt, nein, das ist eine Sache, die musst du vor den geistigen Meister bringen. Und der kann das genau sehen, der kann erkennen, was in dir sozusagen zu verändern ist und wird dir dazu auch Anweisungen geben. Denn wenn du anfängst, deine Feinde zu lieben, kann es auch ganz gut geschehen, dass die wieder einen neuen Einfluss, eine neue Macht bekommen über dich. Like I give you one example. Ich gebe ein Beispiel. You clean this temple. Du machst den Tempel sauber. And you leave the garbage in corner. Und du bringst den Schmutz sozusagen in die Ecke. What will happen? Was passiert? Again, garbage will der sozusagen der nächste wird diesen wieder verteilen. What you do? You clean the room and immediately take out the garbage and throw outside where it is not useful for you. So, und dann was machst du als nächstes? Du sammelst wieder den Schmutz zusammen, kehrst ihn zusammen und bringst ihn nach draußen. That is cleaning. Das ist Reinigung. When there is no garbage. Wenn nämlich kein Müll mehr drinnen bleibt. We do every day. Wir tun das jeden Tag. Every day we clean. Jeden Tag machen wir sauber. Every day we throw the garbage. Jeden Tag schmeißen wir den Schmutz raus. But we don't understand these are the garbage making my peace destroy. Aber wir verstehen nicht diesen Zusammenhang, dass sinnbildlich der gleiche Schmutz auch meinen Frieden zerstört. Because we are not checking myself. Denn wir beobachten nicht uns selbst. Sozusagen, wir kontrollieren uns nicht selbst, sondern immer den Schmutz woanders. Understand. This vision will come, my dear. Diese Sicht wird kommen, meine Liebe. When you will come to associate with the pure devotees. Wenn du bereit bist, Gemeinschaft zu haben mit den reinen Geweihten, life will change, my dear. Das ändert dann das Leben. Now your smiling start coming. So, jetzt beginnt schon dein Lächeln. Because you understand. Weil du verstehst das. You was in very much tension when I see you. Danger? Tension. Ja, ja. Du warst also sehr aufgebracht, als ich dich das erste Mal traf. Right? Richtig? He's smiling before not smiling. So, aber jetzt lächelt sie, vorher hat sie nicht gelacht. I'm looking to my front, I'm watching you. Good. You see the difference. So, du siehst den Unterschied. Yes. Any more questions? I have one question. Devotees, there are also devotees from other traditions. In one of them wrote the book, Johannes from Cross, about dark side of the moon, and he said, shortly before that one comes to the pure station of bliss, there is a dark side where devotees don't feel connected. Is it also in our tradition like that? Can we take a parallel of that? I don't understand the question. Again, more explain me. St. John of the Cross wrote a book, a Catholic mystic, a book about... Which book? St. John of the Cross. Wie heißt das Buch? Dunkle Nacht der Seele. The Dark Night of the Soul. And he said, before you reach the rear side of the moon, before you reach the bliss, there's a state of separation, conscious of separation from God. Of darkness. From the divine. That I have to see the book. I cannot commence without looking the book. How they say, you read to me, I will feel is right then right.
If he is talking about soul, sure it will be right book. Because soul is there, there is two sides of the soul. One is covered soul, is a dark night. So, das heißt, ich müsste das Buch auch mal sehen, jetzt um Genaueres zu sagen, aber wenn der erstmal über die Seele schreibt, das ist schon mal was sehr Gutes. Und es gibt auch zwei Arten, also Zustände der Seele. Das eine ist eben die bedeckte, das heißt, das ist dann dunkel. I forget myself, this is the dark side of the soul. Ich vergesse mich selber, und das ist die dunkle Seite der Seele, also was du angesprochen hast, diese hat diesen Begriff. The whole dark side. That I forget myself. Das ist eigentlich eine komplette Dunkelheit, wenn ich mich selbst vergesse. Sridhar Maharaj write one story about that. Sridhar Maharaj hat dazu eine Geschichte aufgeschrieben. Like one nice family with this family, one man, a wife, two kids, nice business, nice house, nice car. War eine Familie, ein Mann, der hatte eine Familie, zwei Kinder, wunderschönes Haus, Auto, also alles war da. Everything, business, well, well. Geschäft lief wunderbar. After that, the man has a bad association of the drugs. Und dann hatte dieser Mann einfach eine Beziehung, eine ganz üble Beziehung mit Drogen. Then he started taking drugs. After der Name he Drogen. Started hiding to take drugs. Dann hat er versteckt gemacht, er hat Drogen genommen, heimlich. So he is going to the park to take drugs. Park. In the park. Ah ja, der ist also in den Park gegangen, um dort seine Drogen zu konsumieren. He starts so heavy drugs that he forget that he has a house. Und er hat so heftig mit Drogen zu tun gehabt, dass er komplett vergessen hat, dass er ein Zuhause hat. And he was always in drugs. Und er war einfach so voller Drogen. And he start collecting the all garbage of the park. Und er fing an, den ganzen Müll im Park einzusammeln. And he, what he do? He take the all plastic bottle and steal Coca-Cola, Campo-Cola, all so, also boxes. Er hat all die Flaschen und die Dosen, die er da gefunden hat, gesammelt, also all den Unsinn eigentlich. And he store in one big bag. Und hat es in eine große Tasche gestopft. Paper separately and the cuffs and und extra in eine extra Tasche das Papier und die anderen die leeren Flaschen. One day somebody wants to touch that. Und wenn jemand es anfassen wollte, he said, this is my property, you want to steal it? Und dann hat er den angeschimpft. Das ist mein Eigentum, willst du mir das wegnehmen? Don't steal it. This whole life I earned this and I saved this property. Das ist mein Besitz, da habe ich das ganze Leben für gearbeitet, der gehört jetzt mir. Das beschütze ich auch. This is all money. Das ist ja alles Geld. I whole life my saving is this. Das ist der Wert, sozusagen die Sammlung meines ganzen Lebens. And he was his old friend. Aber das war sein alter Freund, der da kam. He said, you are crazy, he's a garbage. Er sagte, bist du verrückt geworden? Das ist alles Müll. And you think that is your property? Und du denkst, das ist dein Besitz? Your wife is waiting for you from long time. Deine Frau wartet schon ziemlich lange auf dich, mein Lieber. Your children are waiting, your business are there. Deine Kinder warten, dein Geschäft ist da. You are well-to-do person. Ne, du bist doch eigentlich ein ziemlich vernünftiger Typ. He said, you cheater, you want to cheat. Du bist, my properties? Du bist ein Betrüger, sagt er. Du willst mir eigentlich go nur meinen Besitz wegnehmen. From me. I have no friend. This is my friend. Geh weg von mir. Du bist nicht mein Freund. Das sind hier meine Freunde. What happened? Was passierte? He became mad. Du wirst verrückt. He forget his identity. He forget himself. Er vergaß seine Identität, sich selbst. What he is. Wer er eigentlich ist. So we forget our identity and we become mad in material. So wir vergessen unsere Identität und wir werden verrückt in der materiellen Welt. And we collect only garbage. Und wir sammeln Müll. Because my this madness. Das ist wegen der Verrücktheit. Radhe.
Any more question? Gibt's noch Fragen? Yes. No question is the best thing. Keine Fragen ist der beste Zustand. This is the peace. Das ist Frieden. That is no question. Weil dann gibt es nämlich keine Fragen. This is the moment when mercy can come. Das ist der Moment, wo die Barmherzigkeit kommen kann. So we have to practice this, that we can keep it this for a long time. We can keep it this practice to know myself. Peace can come only that moment. So, und das müssen wir praktizieren, damit wir diesen Moment erzeugen können, dass die Barmherzigkeit tatsächlich herabkommen kann, Einfluss nehmen kann. Right, Maria. Radhe. Yes. I would like to ask about Sarupya. Also, how we can. Is that something that it's revealing to us through the chanting, or we have to first to start to ask these questions to our spiritual master? I think this is the spiritual master business. So, sie fragt, ob man diese Gestalt, diese man hat in der spirituellen Welt, ob das eine Sache ist, die durch das Chanten man erfährt oder vom spirituellen Meister. Und da sagt er, na, ich denke, das sollte schon vom geistigen Meister kommen. There, how they realize that, I can advise like that. So wie die Verwirklichung ist sozusagen, so kann halt dann eben halt auch die Unterweisung sein, die Anweisung. And very private. Und das ist sehr persönlich. Personal. You have to be qualified to ask this question, then he will answer. Du musst überhaupt erst mal qualifiziert dazu sein, diese Frage stellen zu können. Radhe. Any more? Noch mehr? Yes. In spiritual life, it is mentioned that we should live in the now always. Mm-hmm. Not to be in the past so much and not to be in the future so much. Im spirituellen Leben wird gesagt, wir sollen im Jetzt leben, also nicht irgendwie in der Vergangenheit oder in der Zukunft. But sometimes if we try to balance ourselves, then we watch into the past, why I'm acting like mad always the same thing. Aber irgendwie kommen wir dann doch dazu, auch wenn wir versuchen, ausgeglichen zu sein, dass wir zurückgucken, wie kommt es eigentlich, dass ich so verrückt handle. So, what is the right way to watch into the past, but not go too deep in that? So, was ist der richtige Weg? What is the balance in that? Was ist der richtige Weg, in die Vergangenheit zu gucken, aber eben nicht zu tief da rein? Wie schafft man da den Ausgleich? Like you are living in this room. So, du lebst in diesem Raum. You are living in the past. Du lebst in der Vergangenheit, das ist eine Sache. You are judging to yourself by going for a moment in past to understand the things. Und das andere ist, dass du dich selber verurteilst, einfach durch diese Betrachtung der Vergangenheit. Explain. You are living in present. Du lebst im Jetzt. But the present circumstances you want to watch, why this is there? Because of my past, you go in past and come back. Aber du möchtest, you are not living them. You are living in the present. Du möchtest die gegenwärtigen Umstände verstehen, besser verstehen, indem du die Vergangenheit auch siehst, aber du bleibst im Jetzt. Du machst es von dem Jetzt aus. And one, he is living in the past. He never want to be in present. Aber dann gibt es den anderen, der lebt einfach in dieser Vergangenheit und der will überhaupt nicht sozusagen im Jetzt sein. And he jumped from the past to the future. Und dann springt der sozusagen von der Vergangenheit einfach gleich in die Zukunft. And then he become, what you say? Confused. Or he nervous. Ja, genau. Und dann wird er einfach völlig nervös und aufgeregt und voller innerer Unruhe. Fearful. Angstvoll. Why? Warum? Because present is not good. Weil die Gegenwart ist nicht gut.
He live in past and future, present not. Ne, der springt einfach Vergangenheit, Zukunft, aber die Gegenwart, die ist irgendwie nicht da. Because present, you have to do. You have to watch for yourself. Gegenwart heißt, du musst tun, du musst handeln. Right, my dear. Richtig. Check. Da gibt es ein schönes Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Beautiful question, my dear. Schöne, sehr schöne Frage. I was doing this mistake. Ich habe den Fehler auch gemacht. But I improved myself by grace of Gurudev. Aber ich konnte mich selber sozusagen entwickeln durch die Gnade meines Gurus. Only by faith. Und nur durch Vertrauen. When Shraddha become Nistha, then change life coming. Ja, also da ist die Zuflucht, der Schutz da und dann kommt Nishtha und das ändert das Leben. What is Shraddha Nishtha? Can you say in German? So, was ist Nishtha? Nishtha. Das ist eine Festigkeit, also ein ganz festes Vertrauen. Also and Shraddha is doubtful. Yeah. Und das andere, das ist eben halt dann menos. So zweifelhaft, flackerhaft. Yeah. What do you say in mass or menos in German? Mehr oder weniger. Yeah. Mehr oder weniger. Yeah. Also das ist einfach nicht richtig. Nicht halb, nicht ganz. Es ist kein Vertrauen, es ist schon ein bisschen da und dann ist es auch wieder weg. Dann kommt wieder Zweifel, kämpft man wieder gegen an, dann kommt er wieder. Und nicht da heißt festes Vertrauen. Da kann man auch einen nicht wegschubsen. Auch wenn es einer versucht. Stetigkeit. In Bible also there is a Trinity. You know? In der Bibel gibt es ja auch die Dreifaltigkeit oder die. What is Trinity? What is three? Was sind die drei? Soul. Seele. Is Spirit of God or soul? What is it? No, die Seele. Master. Der Meister. And the Creator. Und der Schöpfer. Father is the Creator. Der Vater ist der Schöpfer. Is the boss. Ist der Chef. Three. Drei. But you keep only two, then it will be a problem. Three will be. Aber wenn du nur zwei immer im Fokus hast, dann wird es ein bisschen problematisch. Es sind drei. The problem come in our life when we come for two. Shortcut. So, die Probleme kommen, wenn wir nur zwei haben. Ne? We create problems. Und dann schaffen wir die Probleme. Oh, one thing is very clear, come to me. Eins wird mir ganz klar jetzt im Moment. Jesus, you see the two fingers he's showing. Jesus, ihr seht ja, ihr kennt das Bild, mit dem er mit zwei Fingern da steht. And who is showing this? Ne? Und wer zeigt das? I'm talking two things. Two things he's showing. Zwei Sachen zeige ich euch. About the soul and the creator of the soul. Und zwar, ich spreche über zwei Dinge, über die Seele und den Schöpfer. And who is showing this? Und wer zeigt das? I never say about that. Master is showing this. Das wird mir jetzt klar. Da habe ich eigentlich sonst nie drüber gesprochen. Das ist nämlich das Dritte, der Meister. Father cannot show. Der Vater kann es nicht zeigen. Soul cannot show. Die Seele only Master kann's can show zeigen. You two. Nur der Meister zeigt die to zwei. To understand. Wow. Now come to me. So, jetzt wird's mir klar. Only Guru can show you two things. Der Guru kann diese Dinge zeigen. Yeah. You can see. Divine is always divine. You know? It's divine. Göttlich, divine. Göttlich heißt immer göttlich. You have to understand the difference between religion. Du musst and River and ocean. This is religion and the ocean. So, du musst den Unterschied verstehen zwischen sozusagen Religion und dem spirituellen Leben. Das ist der Unterschied wie zwischen dem Fluss und dem Ozean. All rivers should go in ocean, then river. Alle Flüsse fließen schließlich zum Ozean. A
understand? If any religion is not bringing to the spirituality, something is missing. Wenn irgendeine Religion dich nicht zur Spiritualität bringt, dann fehlt da was. Gurudev.